Wo ist der Handel? Wo ist der Handelskammer? Ist das die? Jo. Okay, so. Dann Glas. Passt. Gerade so. Dann müssten wir aber noch trotzdem den Quarzsandmacher nachmachen. Weil wir ja gesagt haben, okay, wir haben da ein bisschen Differenz, aber damit können wir leben, weil wir nicht 100% Glas brauchen. Aktuell brauchen wir jetzt dann doch wieder Glas. Zu in Massen. Aber der hier reicht nicht. Okay, haben wir den irgendwo nicht am Strom? Nein, wir haben 3 Stück, wir haben 4 Stück. Oh, der hat aber eine erhöhte Produktivität. Wahrscheinlich, weil wegen Palast, ne? Palast und so. Wie wäre es, wenn wir hier einen hinstellen? Das lohnt sich nicht. Kriegt zu wenig, das wird nicht reichen. Schade. Dann brauchen wir da auch noch einen von dem Kohlefädenmacher. 150 ist halt ärgerlich. Ja, 150 ist ärgerlich. Das ist nicht wenig, ne? Aber wir haben ja noch ein bisschen. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Aber es ziehen ja auch noch Leute ein. So ist ja nicht, ne? Also. Ja, passt. Nice. So. Lass die U-Bahn starten. Let's go. Now it's cut. Scheiße. Egal. Warum heißen die alle Baker Street? Ich könnte niemals die Sicht der Handwerker verstehen. Kunst ist Wissen. Okay, wenn ich die jetzt starte. Ja, es passt locker mit Glühbirnen. Okay, perfekt. Warum? Das heißt, ich warte jetzt noch ein bisschen auf Arbeitskraft und würde dann eine zweite davon starten. Erste U-Bahn-Station, feierlich eröffnet, Leute. Hey. Nice. Was macht das nochmal? Produktivität plus, ne? Jo, guck mal, wieder plus 10% hier. Achso, warte. Wir haben Kohle. Wir haben den Kohlezieher gemacht. Kohle reicht. Den Kohlefädenmensch. Musste mal eben gucken, ob wir da nicht Gefahr laufen, dass wir irgendwas nicht mehr haben. Komm, wir können aber noch einen Handwerker aufsteigen lassen. Sie teilen meine Neugierde. Ich bin der Trägheit erlegen. Also ich finde auch das hier, ne? Ich finde die Idee der Häuser cool. Das ist ja auch durch eine Mod, diese Skins einfach. Die sehen aber von der Fassade her... Ja, wenn man das mit denen vergleicht... Gar nicht unbedingt, dass die einfach
schlecht aussehen oder vielleicht nicht in die Zeit passen, aber das sieht nicht so detailreich aus, wie man das vielleicht kennt. So. Es hat so einen gewissen Kontrast zu dem, was man schon kennt von Anno oder wie die anderen Häuser aussehen. So von der, vom Stil selber her ist das Gebäude passend, weil es natürlich auch gerade vielleicht zu so Produktionsgebäuden in der Nähe passt oder so, weil es ein bisschen wustiger aussieht oder so. Aber von der Oberfläche, das gleiche habe ich bei diesem Gebäude hier. Von vorne geht's, aber das Dach zum Beispiel, beim Dach hat er also keine Mühe mehr gegeben, der Entwickler. So, wenn ich das mit diesen Dächern vergleiche, von der Struktur her und so, das... Ja, da hat's dann aufgehört. Die Fassade ist noch schön. Aber, ja. Ja, manche Mods passen optisch nicht hundertprozentig in das Bild von Anno rein, wie Anno sich gibt, quasi. Da finde ich zum Beispiel hier die U-Bahn-Station, die ist einfach super. Das ist perfekt, ne? So, das passt halt super. Aber manche Gebäude passen nicht so perfekt einfach. Es ist vielleicht sind auch die Mods noch nicht fertig oder vielleicht hat auch der Typ dann keine Lust mehr. Man weiß es alles nicht, ne? Ich will jetzt auch keinem da irgendwie, keinem was Böses, aber ja. Mal gucken. Also wenn ich nochmal in eine neue Runde mit Mods starte, und das ist tatsächlich mittlerweile gefühlt schon wieder ein Plan, dann will ich ein paar andere Mods auf jeden Fall reinbringen und es werden auch ein paar rausfliegen, die ich jetzt drin habe. Ja, mal gucken. So, und es kommen ja auch immer noch neue raus, so. Es gibt auch eine Mod, die habe ich jetzt gesehen vorhin. Da ist einfach, das ist ein großer Rework von vielen Produktionen, was so Low-Tier, also 1, 2, Stufe 1, 2, 3 Produktion, glaube ich, betrifft und so. Da klingt alles super interessant und super cool, aber wenn ich das jetzt installieren würde, in meiner laufenden Partie müsste ich von jetzt auf gleich so viel Produktion umstellen. Und das ist sehr, ja, ist nicht so geil dann einfach. Das muss man dann wahrscheinlich eher in einer neuen Partie machen, wo man eben sagen kann, da kann man das noch machen oder man kann von Anfang an so arbeiten mit den Sachen. Und nicht eben in einer laufenden Partie. Es ist dann schwieriger. So, guck mal, die zweite U-Bahn-Station ist auch am Werk. Deshalb nicht. Ich habe wahrscheinlich aber auch nicht alles abgedeckt an Leuten, ne, mit den U-Bahnen. Oh, was ist er hier? Dein Geschenk für mich. Bemalte Steine, ja, danke dafür, ne. Aber guck mal, hier mache ich jetzt überall Produktion hoch. Ich hoffe, dann passen meine. Und der zweite Bierbrauer nicht. Frech. Okay, geil. Geil, geil, geil. So, lass noch mal die Produktion angucken. Wie das hier alles so aussieht. Also. Seife, das passt aber. Bier reicht auf jeden Fall. Das passt wieder, das passt noch. Rum passt. Kleidung passt. Brillen, Hochräder, Taschenuhren. Hochräder sinken jetzt auch wieder den Bedarf ein bisschen, weil durch die U-Bahn haben die verringerten Verbrauch. Glühbirnen passen. Ich stelle irgendwie Schreibmaschinen her. Wie mache ich verfickt nochmal Schreib? Wie mache ich mal verfickt? Wollte ich schon wieder. Wie mache ich nochmal Schreibmaschinen, Mann? Wahrscheinlich dürfte der Mesker jetzt klar ein bisschen im Minus sein. Ja, minimal. Wie mache ich Schreibmaschinen? Ich brauche ja Schreibmaschinen in der neuen Welt als Lebensqualität. Okay. Ja, gut. Müsste ich mir mal angucken. Lass uns die letzte U-Bahn-Station hier auch mal starten.
Ja, die hat natürlich hier unten keine Reichweite, ne? Ich habe auf jeden Fall auch nicht alle Häuser abgedeckt, denke ich. Also hier ganz gut. Aber hier müsste vielleicht noch eine hin oder so. Warte mal, die nächste ist erst hier ganz oben, ne? Da. Das heißt, wahrscheinlich müsste hier eine hin und hier. Die haben halt nicht so die krasse Reichweite, ist aber ja auch okay. Das Problem im Umkehrschluss ist nur, dass die super viel Arbeitskraft zum Bauen benötigen. Das heißt, das könnte natürlich das nächste Ziel sein. Was man natürlich auch machen könnte, um eben nochmal Arbeitskraft zu bekommen, wäre natürlich zu überlegen, ob man die Post macht. Wir haben ja immer noch hier das Ganze mit der Post. Weil dann hätten wir natürlich wieder ein bisschen mehr Möglichkeit, irgendwie, ja, Bevölkerung zu bekommen, ohne dass wir jetzt wieder Millionen von Häusern bauen müssten. Erstmal. Und ich habe noch nie mit der überregionalen Post gespielt. Ich habe es noch nie gemacht. Oh, wer ist sie? Einfluss Lehmziegelei. Anstelle von Teff verarbeitetes Gebäude Quarzsand. Oh, warte, ich kann Quarzsand durch einen Mod in Envesa machen, ne? Ist nicht so schlecht, weil Teff eigentlich viel Platz verbraucht. Aber ich brauche halt keine Lehmziegelei so krass viel. Zumindest aktuell nicht. Aber egal. Nehmen wir erstmal. Oh, Gipfel von Atlantis. Na klar. Wir erforschen einfach den Gipfel von Atlantis. Okay, wer ist jetzt wohl geil als nächstes? Haben wir noch... Wir haben noch 10 Minuten. Lass mal gucken. Warte, was haben wir hier noch? Vielleicht... Weil so ab und an mal wieder gucken, ob wir was Besseres haben, um die ganzen Gebäude, die ich jetzt habe, und vielleicht mal neue Erkenntnisse oder ähnliches, zu verarbeiten und zu sagen, okay, was können wir machen? So. Beeinflusst Labor Medizin. Ist später gut, wenn wir Medizin haben. Weil Hibiskusblüten anstelle von Ethanol ist natürlich ein Unterschied. So. Beeinflusst alle Nutzpflanzenfarben der neuen Welt. Hm. Den haben wir schon in der Dings. Das ist in... In der Arktis, da waren wir noch lange nicht, da waren wir lange nicht mehr. Alle Produktionsgebäude, naja gut. Die haben wir schon. Schlittenmanufaktur haben wir noch lange nicht. Beeinflusst alle Einkaufspassagen. Ja, ist wahrscheinlich später mal. Anstelle Kirschholz, Holzfurnier, Kokosöl, Stahl und Messing. Holz, Teig, Eisen. Das ist natürlich eine krasse... Wir packen die mal in die Warteschleife, hat aber absolut keine Prio. Also das ist natürlich eine krasse Runterstufung von vielen Sachen. Alle Nutzpflanzenfarmen. Spiel, Manufaktur, Spielwaren. Anstelle von Zelluloid und Farben und Lacke, verarbeitetes Gebäude Holz und Wanzerbretter. Das ist natürlich auch stark. Aber ich habe noch keine Spielwaren. Wir packen ihn auch mal ganz nach unten. Einfluss Köhlerei. Einfluss alle Bomben, Seeminen, naja, Manufaktur Billardtische. Anstelle von Kirschholz verarbeitet das Gebäude Bretter. Klingt auch nicht so kacke. Souvenir, anstelle von Glas, Kampfer und Baumwolle verarbeitet das Gebäude Holz, Kirschholz und Wanzerbretter. Stellt aber auch Spielwaren her und macht die Produktivität hoch. Ja, von dem Tausch der Bedürfnisse ist es halt nicht so krass, weil Baumwolle und Kampfer jetzt auch nicht gerade aufwendig ist. Aber natürlich die Produktivität, die Arbeitskräfte und natürlich Spielwaren nebenbei ist halt heftig. Weil wir vielleicht dann lange Spielwaren einsparen können. Ja. Manufakturen, Spielwaren und Billardtische. Anstelle von Zelluloidfarbe das Gebäude Holzfurnier. Auch stark. Später.
Später, wenn wir sowas haben. Schuster, den haben wir schon. Schwere Geschütze brauchen wir nicht. Den haben wir. Beeinflusst alle Geigenbau. Anstelle von Farben und Lack verarbeitet das Gebäude Holzfurnier. Ist auch gut. Denke ich. Wohnhäuser, Stahlindustrie, den haben wir. Das brauchen wir nicht. Poncho-Weberei, Hutmacher, Kostümhändler, Anzugfabrik. Er ist halt einfach ein bisschen besser als die, die da schon ist in der neuen Welt, ne? Weil die in der neuen Welt macht nur 30% mehr und stellt nur Arbeitskleidung her. Eventuell könnten wir das wirklich mal nutzen und dann austauschen und würden dann passiv da Pelzmäntel und Arbeitskleidung herbekommen, die wir auch hierher bringen könnten. Goldschmelze, ich habe keine Goldschmelze. Den, der schon in der Warteschleife, beeinflusst Trockenhaus. Produktivität plus 50. Ja. Imkerei, ich habe nur eine Imkerei aktuell. Ballmanufaktur. Könnte auch gut sein. Beeinflusst Fischerei, große Fischerei, Fischöl. Ja, ist nicht so kacke, ne? Weil Attraktivität plus 10 ist halt schon stark. Wir packen ihn erstmal rein, so einfach. Alle Schreinereien und Fensterfabrik. Hm. Kaugummi. Alle Phasen des Monumentenbaus. Minus 75% Arbeitskräfte. Sind U-Bahn-Stationen Monumente? Wahrscheinlich nicht, ne? Chemiefabrik Ethanol. Chemiefabrik, den haben wir in der Warteschleife. Beeinflusst alle Teeproduktion. Ich habe keine Teeproduktion. Es wäre aber natürlich mal krass, das auszuprobieren, weil Tee kann ich alternativ ja zu Kaffee nutzen. Was ist, wenn ich Teeproduktion mache? Naja, es wird Kaffee halt nicht ablösen, allein von der geringen Menge der Arbeitskraft wahrscheinlich. Ne? Aber passiv Bier zu bekommen, ist natürlich auch nicht verkehrt dann. Es könnte halt, wenn ich genug Teeproduktion habe, auch für mein Bier reichen, ohne dass ich halt Brauereien brauche. Lass uns den mal, das würde ich gerne mal irgendwann austesten. Alle Salpeterwerke. Naja, habe ich nicht mehr. Schokoladenfabrik, Küche, Eiscreme, den... Nee, wir haben einen anderen, oder? Wir haben doch einen, der nur Zucker macht. Und das ist da wieder das Upgrade davon. Ich habe doch nur den einen, der macht aber nur Produktion hoch. Ich glaube, keine Attraktivität und nur Zucker. Papiermühle, Lehmschöpferei. Ja, okay, dann kriegst du halt ganz viel nebenbei, was du nicht unbedingt brauchst. Den haben wir schon. Einfluss Metzgerei. Ich habe eine Metzgerei, es lohnt sich nicht. Macht Rindfleisch, Gulasch, Trockenfleisch, Pemmikan. Trockenfleisch, Pemmikan brauche ich hier nicht. Rindfleisch, okay, Gulasch brauche ich auch nicht. Ist wirklich nicht so gut. Den haben wir. Einfluss Goldmine. Die ist in der Warteschleife, beeinflusst Kabelfabrik. Zusätzliche Waren Seiten. Ah. Klingt nicht so scheiße, ne? Buchmalerei, Produktivität, stellt Chronik und Laternen her. Entdeckerbehausung, Rumbrennerei. Anstelle von Zuckerrohr und Kartoffeln verarbeitet das Gebäude Zuckerrüben. Stickerei und Kostümhändler. Das ist eine Stickerei. Achso, das ist die aus dem Besa. Siederei und Siederei. Hm. Fertigungsstraße, Schreibmaschinen. Anstelle von Farben und Lacke verarbeitet das Gebäude Holzfurnier. Klingt auch nicht so kacke. Warum kann ich überall Holzfurnier verbauen? Okay. Einfluss, Fertigungsstraße, Fahrstühle.
Anstelle von Holz von dir verarbeitetes Gebäude Glas. Nicht irgendwie. Ja, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht erden wir nur durch den Bonus. Chemiefabrik Shampoo. Stellt Schmiermittel und Parfum her. Cognac. Den haben wir schon in der Warteschleife. Beeinflussfertigungsstraße Kekse. Kekse habe ich nicht. Will ich eigentlich auch nicht machen, hoffentlich. Chemiefabrik Limonade. Anstelle von Zuckerfarbe des Gebäude Hibiskusblüten. Produziert Hibiskus-Tee nebenbei. Finde ich auch nicht schlecht. Die haben wir schon. Oh, das sind auch voll viele. Mist, okay, müssen wir mal weiter gucken.